Monaco feierte der europäische Hochadel ausgelassen den Jahreswechsel. Nicht zum Feiern dagegen kam Partyfürstin Gloria von Thurn und Taxis. Sie musste ständig ans Telefon, da betrunken über ihr Taxis bestellen wollten. Das Allerneueste über die Schönen und Reichen erfahren Sie jetzt in unserem Star-Magazin. Leute, 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 mit der unvergleichlichen Nina Rüde. Und herzlich willkommen bei Leute, Leute, Leute. Ich bin Nina Rüde. Stars, Stars, Stars. News, Hintergründe und Interviews. Ich kann dieses Jingle nicht mehr hören. Bleiben wir beim Thema. Hollywood und seine Stars. Ich habe heute zu Gast einen Schauspieler, der schon in unzähligen Filmen mitgewirkt hat. Es ist Tommy Hockertz. Hallo, Tommy. Hi, Nina. Schön, hier zu sein. Tommy, Sie waren Partner von etlichen Filmgrößen. Ja, ja, ich habe mit allen schon gedreht. Mit allen. Mit allen. Das ist sicher sehr toll, so täglich mit berühmten Leuten zusammen zu sein. Wie sind die denn so? Na, berühmt. Ich meinte jetzt eher privat. Ach so, privat, ja. Nun, berühmt, ziemlich berühmt. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Sie und Arnold Schwarzenegger ganz dicke Freunde sind. Sie sind ja praktisch so. Naja, vielleicht nicht so, mehr so. Sie haben ihn sicher bei Dreharbeiten kennengelernt. Nee, über meine Schwester. Ah, Ihre Schwester ist also auch beim Film. Nee, die kennt den Hugo Bunzelböck. Ach, den Hugo? Ja, den Bunzelböck. Und der Steuerberater von Hugo Bunzelböck, der wohnt in Graz. In Österreich. Österreich, ah, toll. Das sind die Alpen, das ist Après-Ski, das ist Shampoos im Schnee. Ja, was? Ach so, nee, andersrum. Also der Bruder des Steuerberaters von Hugo Bunzelböck hat einen Freund und dessen Schwager, ne, kennt die Nichte von Tobias und die wurde auf offener Straße von meiner Schwester bzw. von Bunzelböck angesprochen. Und der kennt jetzt Arnold Schwarzenegger, super. Ja, das will ich mir hoffen, ansonsten macht die ganze Geschichte keinen Sinn, ne? Ja, das stimmt. Hollywood, das muss man sich ja so vorstellen, das ist eine einzige große Familie. Und da kennt jeder jeden. Sie, Tommy, kennen bestimmt alle. Wie zum Beispiel ist denn Brad Pitt? Brad? Ach so, Brad. Ja, der Spezi, Brad. Ja, wir reden kein Wort miteinander. Ah, ja, verstehe. Hollywood, das ist ein knallhartes Geschäft. Da macht man ganz schnell Feinde. Das ist sehr pikant. Gibt es denn sonst noch jemand, dem Sie bewusst aus dem Weg gehen, Tommy? Ja, die Liste ist endlos, ne? Also mit Tom Hanks, da rede ich keine Silbe, mit Bruce Willis kein Wort und mit Michelle Pfeiffer absolute Funkstille. Tommy, welchen Star haben Sie denn zuletzt gesehen? Welchen Star? Leonardo DiCaprio, ja. Ja, den habe ich gestern erst gesehen. Leonardo DiCaprio. Ja. Ich denke, da freuen sich mit mir viele andere Frauen auch. Erzählen Sie doch mal. Ja, der ist echt witzig. Kann ich nur empfehlen. Aber der Schluss ist so traurig, da wo er ertrinkt und nur die Frau gerettet wird. Da habe ich echt geweint. Ja, das ist natürlich sehr traurig. Das war Leute, Leute, Leute und Mann, ist das heiß hier. Wird gut.